Hey Leute, was geht ab? Zeus hier. Ja, mal wieder wurde mir ein super bescheuertes Game zugeschickt und ich muss sagen, das ist wirklich sowas von mega grottig. Aber irgendwie macht es sogar ein bisschen Spaß, deswegen muss ich mal herzeigen. Aber ja, erwartet auf keinen Fall zu viel. Es ist wirklich, also von der Grafik und vom Spielprinzip her total billig. Aber viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen lachen und dann bis gleich. Ja, wir spielen es kurz mal an, oder? Scheiß drauf. Kampagne! Neues Profil erstellen. Ja, wieso nicht? Spielen. Eines Tages fand Mohun eine Karte. Achso, ja, Mohun-Schießen von damals noch. Sie war alt und kaum lesbar. Also versuchte Mohun, sie mit seinen Freunden zu entziffern. Ob das der Weg zum verbotenen Schloss ist? Fragte der schlaue Kröt gespannt. Ah, okay, was eine Schildkröte ist, deswegen heißt er Kröt. Ich wette, da ist ein Schatz versteckt. Finden wir es doch heraus, sagte Mohun. Und alle freuten sich auf das bevorstehende Abenteuer. Weil du nicht schwimmen kannst, helfen wir dir über die Flüsse und Seen, schlug Kröt vor. Und Moorfrosch quakte. Moorfrosch? Zustimmend. Also nahm Mohun seine Kürbiskanone und machte sich auf in den Wald, um den Weg für Mohun, Frosch und Kröt freizumachen. Diese Grafik ist auch gigantisch, muss ich sagen. Okay. Das ist doch der größte... Okay. Ich kann hier rumballern. Okay. Ist ja hochinteressant. Und lässt es springen. Das ist ja wie so ein alter Jump'n'Run aus der Playstation. Was ist das hier? Checkpoint oder so wahrscheinlich. Oh, Digi. Alles klar. Ich sehe, hier oben sind auch welche. Und die greifen nicht einmal an. Wer programmiert so eine Kacke? Wir haben nicht mehr 1900 irgendwas. Wir haben... Die spawnen einfach 3000 Mal. Geld, Geld, Geld. Geld! Nein! Oh Gott. Checkpoint. Oh, wow. Baumstämme. Oh Gott. Oh Gott, Baumstämme. Ich habe eine Münze ausgelassen. Ich will die Münze haben. Dankeschön. Diese Schießanimation ist auch gigantisch. Warum spielt man sowas? Warum spiele ich das gerade? Bin ich bescheuert? Egal. Das ist gut programmiert. Die klimpern dann. Das ist gut programmiert. Ach, da oben ist eine Energie, sehe ich auch gerade. Ich habe 5 von 6, kann es sein. Was ist das? Ach, egal. Hä? Da ist was drin. Egal, ich kapiere nichts mehr. Das ist okay, Moment. Geld, Geld, Geld. Wegschießen! Wegschießen! Geld! Nein, Geld! Dankeschön. Einsammeln. Was seid ihr denn für Viecher? Sonic für Arme, oder was? Darf ich will mich das mal angucken, wie schaue ich eigentlich aus? Ich schaue aus wie ein Mohun halt, ne? Geld! Geld! Vor allem diese komischen Igel da, die jucken mich ja nicht die Bohne. Hä, das... Alter, war das gruselig. Hey, geil! Ja? Jetzt habe ich 7 da oben stehen. Wurde meine... Was ist das für ein Bullshit, Leute? Wer programmiert denn sowas? Nein! Lass mich in Ruhe. Was bist denn du? Schmetterlinge. Egal. Und jetzt? Yeah! Alles aufschießen. Okay. Das ist... Ich bin immer noch sehr empört. Wow! Alter! Der macht den Sadama-Modus. Okay, Und ich will wenigstens ein Level spielen, Leute. Ich weiß, das ist größter Bullshit. Ihr seid alle schon sicher so, zäh, hör auf mit dem Quatsch. Aber ich will ganz kurz wenigstens ein Level spielen davon. Ja, stirb! Okay. Wow! Wie heißt das Digimon, was sich so einrollen kann?
Gab's auch einen Digimon, oder? Servus, Sonic. Lass mich in Ruhe, Sonic. Oh. Alter, das war ja wirklich Sniper-Schuss. Ich glaube, ich geht aber oben weiter, gell? Ich muss lieber unten weitergehen. Runter mit mir! Ah, ich kann sogar Doppelsprung machen, Leute. Boing! Bist du? Geil. Alter, voll ins Nichts gesprungen. Das war echt knapp. Ich sehe doch gar nichts! Dieses Moorhuhn ist so ein dummes Stück Scheiße. So, ich will jetzt wenigstens ganz kurz... Gut, eigentlich war ich derjenige, der runtergeflogen ist. Das Moorhuhn ist nichts dafür. Okay. Ich will wenigstens doch rüberkommen. Hilfe. Was war denn das? Okay, eigentlich muss ich gar nicht rüberkommen. Ich kann ja auch den Weg nehmen, gell? Ich sehe einfach gar nichts. Wegschießen. Juhu. Ich muss, also, jetzt mal ohne Scheiß. Es macht sogar irgendwie Spaß. Ich habe keine Ahnung warum. Ey, da kommt ja noch einer raus. Ist wieder so ein unendlicher Spawner wahrscheinlich. Oh, der ist echt gruselig sogar ein bisschen. Hilfe. Hilfe. Die grunzen ja vom Angreifen. Wow. Alter. Ich habe die Lücke nicht gesehen. Spawnen die jetzt nach? Nein. Aber wie viel Leben habe ich denn da? Wenn ich wenigstens komplett selber von vorne machen müsste, das wenigstens ein bisschen schwierig ist. Obwohl, ich wäre fast schon wieder gemein. Ja, ja. Wow. 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 Man stirbt das sofort. Das ist ja heftig. Oh, das da oben sind die Leben. Ich habe 6 Leben jetzt noch. Okay. Wieder was mehr gecheckt. Also nicht, das ist nicht meine Energie, sondern so viel Leben habe ich. Wetten, wenn ich alle weg sind, dann ist Game Over. Dann muss ich ein Level wirklich von vorne machen. Hoppala. Okay, Konzentration. Das gibt's doch nicht! Ich springe mal zu früh, habe ich das Gefühl. Aber ich wollte eigentlich auch einen Doppelsprung machen. Warum geht das nicht? Hä? Jetzt. Irgendwie manchmal geht der Doppelsprung nicht. Und ich weiß gar nicht, warum. Okay. Und los! Oh! Okay. Und, ah, jo. Spring, spring! Dankeschön. Juhu! Wir laufen durch und Checkpoint! Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's... Okay, die ziehen mir nur eine Energie ab. Und Checkpoint. Die sind aber echt groß und... Oh Gott, oh Gott. Wir ballern mal alles weg hier. Ohne nachzuladen und so. Der hat einfach unendlich Schuss in seinem Beutel. Das ist wie eine Gatlin. Oder Geschützstellungen bei... Bei welchen Spielen war das immer? Bei den alten Call of Duty Spielen konntest du bei den Geschützstellungen immer ewig schießen. Da war einfach Munition für 3 Jahre eingeplant. Musste man nie nachladen. So. Das ist generell so die Videospiellogik. Kennt ihr die auch, diese roten Fässer? Gibt es bei jedem Videospiel. Oh, da ist ein Leben. Hä? Hä? Ich will doch nur... Dankeschön. Alter, war das ein Schwachsinn wieder. Da war noch einer. Komm her. Man kann sich an dessen nicht drehen, leider. Hey, Wolf. Ist es der Fatty Fuchs? Weißt du, der clevere Snack. Kein Pro Placement, sorry. So. Und geschafft, oder? Wir haben ein Level geschafft, Leute. Ist ja mega nice. Vorsetzen. Möchtest du speichern? Ja. Gespeichert. Okay. Leute, soll ich weiterspielen? Oder soll ich aufhören?
Bitte nicht mehr. Mein Vater liebt das Spiel. Wirklich? Nee, weg damit. Okay, es ist Bullshit. Ich habe gerade jetzt einen Twitch-Chat nachgefragt. Die meisten waren der Meinung, es soll aufhören mit dem Scheiß. Ich find's auch eher jetzt mittelgut. Deswegen, euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Und ich verzieh mich wieder. Juhu. Jo, und das war's dann auch wieder. Lasst eine Bewertung da und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, CEO knallt komische Sonic-Igel ab. Dann bis dann.